Kina Salai und willkommen zurück zu Mass Effect. So, wir sind in Koras Nest. Der wird wahrscheinlich nicht mit uns sprechen wollen, der ist beschäftigt. Und wir treffen Harkin, der uns etwas über Garrus verraten soll. Allianz-Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadell-Sicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Netter Kerl. Sie sind ein Schwein. Ist Ihnen eben aufgefallen, was? Warum sollte ich einem Trinker wie Ihnen glauben? Okay, fragen Sie Anderson. Er wird es Ihnen bestimmt sagen. Er ist zu blöd und zu stolz, als dass er Sie direkt anlügen würde. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Wie gut kennen Sie Captain Anderson? Bin ihm im Lauf der Zeit ein paar Mal begegnet. Ist einer dieser hartgesottenen Militärs. Ja, Sir. Nein, Sir. Mit dem Stock im Hintern kann man keinen Spaß haben, Sir. Wahrscheinlich wurde er deshalb so schnell befördert. Das Militär liebt Arschkriecher. Der Captain ist ein guter Soldat. Sicher, ist ja auch egal. Stecken Sie ihn in einen Anzug, heften Sie ihm Medaillen an und nennen Sie ihn einen Helden, wie alle anderen. Aber warum haben ihn die Spectres rausgeworfen, wenn er so toll ist? Warum fragen Sie ihn das nicht mal? Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Wie ist es, für die Zitadell-Sicherheit zu arbeiten? Sie meinen, wie es war. Der Executor hat mich ohne Soll suspendiert. Wiederholte Verfehlung. Die Zitadell-Sicherheit hat eine Akte über mich. Können Sie das glauben? Jeder Fehler, den ich machte, wurde aufgeschrieben. Etwas hart mit einem Verdächtigen umgesprungen? Ein Vermerk. Ein paar Drinks im Dienst genommen? Ein Vermerk. Einem Dealer ein paar Credits abgenommen? Ein Vermerk. Das ist eine widerliche Hexenjagd. Sie sind gut weggekommen, wenn Sie mich fragen. Was wissen Sie denn schon? Die Arbeit für die Zitadell-Sicherheit gleicht nicht der eines Marines. Die Leute regen sich auf, wenn wir jemanden erschießen. Untersuchungen, Anfragen, Regeln, Bestimmungen. Ich kämpfe mich jeden Tag durch Berge von Papierkram. So muss man sein, um diesen Job zu machen. Also erzählen Sie mir nichts über richtig oder falsch. Ihr Soldaten habt's leicht. Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird da schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ja, das ist ein netter Kerl, der gute Harkin. Aber wir wurden ja schon vorgewarnt. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ja, das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Wir können ja Anderson wahrscheinlich einfach befragen. So, wir suchen jetzt mal Garrus. Hier unten können wir auch einfach nur einkaufen.
Gibt sonst eigentlich nichts mit dem oder niemanden, mit dem wir reden können. Da oben steht allerdings Konrad Werner. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Das ist sozusagen unser privater Fan und dem werden wir auch nochmal begegnen. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom... Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich glaube, jetzt wiederholt sich das Gespräch eh. So. Die gute Emily Wong gibt uns auch eine Quest. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. So, dann gehen wir noch ins Flux. Das ist sozusagen eine Art Disco, in der man auch Glücksspiel betreiben kann. Das mache ich nämlich nicht. Das mache ich aber nicht. Ich bin nämlich richtig schlecht in Quasar. Also... So heißt das Spiel. Und ich glaube, ich verstehe es auch gar nicht richtig. Naja, Wurst. Eine Quest gibt's hier auch. Ach, Ashley will... Diesmal will Ashley was sagen. Jeder weiß, dass Fist... Wenn wir nicht im Dienst wären, würde ich Ihnen ein paar meiner Tanzschritte zeigen. Sir. Eieiei. Shepard kann aber nicht gut tanzen. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Seien Sie vorsichtig. Sie wissen, wie dickköpfig Ihre Schwester sein kann. Je mehr Sie drängen, desto weiter läuft sie weg. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doran. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Nicht gut. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht.
Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klarmachen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn sie zurückkommen will, ist sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten sie. Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn es mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Auf Wiedersehen. Viel Spaß hier im Flux. Ich würde ja gerne mal den Bolus tanzen sehen. Wir können hier oben Quasar spielen, aber wie gesagt, da habe ich keine Lust dazu. Da hinten ist sogar noch ein Keeper. Und hier findet sich ein verdächtiges Spielterminal. Ich glaube, jemand hat die Maschine manipuliert, um Credits abzuzweigen. Ich werde das Signal ordnen. Ja, das ist aber noch ein bisschen entfernt, das Signal. So, wir gehen jetzt zurück und wollen ja endlich Garrus treffen. Der befindet sich sozusagen hier ums Eck. Ach, dass man hier immer noch manuell die Türen immer öffnen muss. Das ist ein bisschen nervig. Naja. Das hier oben ist sozusagen der bessere Teil des Bezirks. Und unten ist, da wo Koras Nest auch ist, ist sozusagen so ein bisschen die Kaschemme, wenn man es so nennen möchte. So, erstmal, hier ist die Klinik und da drum befindet sich, glaube ich, noch ein Keeper. Ja. So, und nichts wie rein da. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Hat schon mal direkt Ärger, unser Garrus. So, den haben wir direkt mal fertig gemacht. Oh, der war eigentlich schon so gut wie alle. So. Könnten mal da hinten das Ding benutzen. Hat nicht wirklich was gebracht. Müssen wir wohl vorbei. Oder kann ich das einfach wegstoßen? Ja. So, und den können wir ja auch noch fertig machen. So. So leicht geht's. Komm mal her, mein Guter. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde.
Was können Sie mir sonst noch über die Quarianerin sagen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Sie hat... Augenblick! Geht! Ihre Informationen hatten etwas mit den Geht zu tun. Sie muss Saren mit den Geht in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben von ihm gehört. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. So, jetzt können wir zum ersten Mal auswählen. Wir sehen hier sozusagen, Ashley ist Vollblutsoldat, Kaidan ist Techniker und Biotiker und Garrus Techniker und Soldat. Ich nehme, glaube ich, Garrus und Kaidan. Oder? Doch, ich nehme Kaidan noch mit. Pures Männerteam. Schauen wir mal, ob wir Garrus noch irgendwie ein bisschen ausrüsten können. Aber ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Wir haben alles verkauft. Gut, dann muss es so gehen. Ich weiß nicht, ob das so schon funktioniert alles. Manchmal kommt man mit manchen Gruppenzusammensetzungen nicht ganz hin. Das kann man aber immer wieder ändern. Also später in den anderen Teilen... ist das nicht mehr so entscheidend. Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ich habe sogar den Commander getroffen. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt, aber ich stand ziemlich nah an ihr dran. Mann, schau dir dieses Schiff an. Man muss schon bescheuert sein, sich damit anzulegen. Stimmt. Die Ascension hat fast so viel Feuerkraft wie die ganze Asari-Flotte zusammen. Hoffentlich muss sie sie nie einsetzen. Ich denke, wir gehen jetzt zuerst mal in Koras Nest, um die Quarianerin zu holen. Bezirke, ja. Denn hinter ihr versteckt sich niemand anderes als Tali. So. Ich habe schon mal die Waffe gezückt, weil uns da unten auf der Minimap sehen wir schon. Ich weiß, dass wir kommen. Da wimmelt es nur von... Gott, geh doch hier in Deckung. So. Garrus will was sagen, da haben wir jetzt aber keine Zeit dazu. Komm, treffe ihn doch. Okay, der da hinten lebt auch noch. Ist das ein Kroganer, der da hinten? Ja. Was ist denn mit euch los? Ihr trefft ja gar nicht, Leute. Ich aber auch nicht. Ah, oh, da kommt der Kroganer. Die sind fies. Die regenerieren sich nämlich, wenn man sozusagen aufhört, auf sie zu schießen. Ach, da oben ist noch einer. So. Dich hätten wir auch. Wo? So. Komm! Jetzt stirbt doch endlich! Na also. Hey, ja, was ist denn mit denen los? Also irgendwie... Erstmal heilen. Irgendwie
habe ich das Gefühl, Kaidan und Garrus machen gar nichts. Stehen bleiben! Kommen Sie nicht näher! Lagerarbeiter. Die echten Wachen müssen tot sein. Zurück oder wir schießen! Dies wäre ein guter Zeitpunkt, sich einen neuen Job zu suchen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ich habe Fist sowieso nie gemocht. Auf den Gedanken wäre ich nie gekommen. Leute zu erschießen ist nicht immer die beste Lösung. Genau, dafür haben wir auch wieder Punkte bekommen. Und bevor wir uns zu Fist begeben, beenden wir den Part und sehen uns im nächsten wieder. Bis dann!